Hier hat man das Gefühl, man ist im Süden. Palmen, Oliven, Zitronen wachsen überall. Dieser Schaugarten gehört Axel Scherer. Er ist Spezialist für mediterrane Pflanzen. In den letzten 5 Jahren konnte ich beobachten, dass zunehmend mediterrane Pflanzen gepflanzt werden, da der Klimawandel auch fortschreitet, weniger Regen, Trockenheit und die Temperaturen steigen. Und die Nachfrage steigt nach Zitruspflanzen, Olivenbäumen, Oleander und diese mediterranen Gehölzen, die dann auch robuster sind und widerstandsfähiger sind. Weshalb leiden viele heimische Gartenpflanzen? Probleme sind der Wassermangel. In den letzten Jahren hat es weniger geregnet. Sprichwort Thuja. Die Thuja gehen fast alle ein. Die haben Pfahlwurzeln in Meter Tiefe. Da ist kein Wasser mehr zur Verfügung. 2 Jahre wenig Regen. Und auch die Flachwurzeln haben Probleme. Man müsste den ganzen Tag gießen. Da ist auch kein Wasser durch Wind, durch Sonneneinstrahlung. Heimische Sträucher wie Sanddorn oder Holunder vertragen die Trockenheit. Zwiebelpflanzen können Wasser speichern und Rosen holen sich das Wasser aus den tieferen Erdschichten. Pflanzen mit dünnen Blättern und hohem Wasserverbrauch wie der Rittersporn werden in Zukunft kämpfen müssen. Welche Alternativen gibt es? Thuja-Hecken können ersetzt werden durch diese trockenresistenten Sträucher. Beispielsweise blühende Pflanzen, hier ein Toskana-Flieder, der auch durchaus 3 Meter hoch werden kann. Man kann auch diesen Schmetterlingsflieder dazu nehmen. Er wird auch 3 Meter hoch und ist ein Insektenmagnet. Als absoluten Grünschutz oder Sichtschutz empfehlen wir dann eher diese Glanzmispelarten. Und die blühen im Frühjahr. Statt Buchs gibt es diesen Ilex. Und aus den Früchten des Erdbeerstrauches kann man sogar Likör machen. Vorteilhaft ist, verschiedene Arten zu wählen. Dann breiten sich Krankheiten nicht so aus. Und an die Insekten denken. Das sonnenhungrige Wandelröschen wird hier von der Holzbiene besucht, unsere größte Wildbiene. Auch mediterrane Kräuter wie Lavendel oder Salbei helfen den Insekten und kommen mit wenig Regen zurecht. Hauswurzarten brauchen sogar Trockenheit. Sie sind fantastische Wasserspeicher und nebenbei entwickeln sie auch duftende Blüten. Einmal auf Stein oder Holz gesetzt und man braucht sich nicht mehr, um sie zu kümmern. Ähnlich wie die Mittagsblume, sie gehört zu den Sukkulenten, also wasserspeichernden Pflanzen ohne Stacheln. Man setzt sie einfach zwischen Steine an einen sonnigen Platz. Worauf sollte man noch achten? Auch der Rasen wird in Zukunft immer mehr Wasser brauchen. Neu sind trockenresistente Rasensorten, die lange Wurzeln bilden. Bei den Palmen gibt es mittlerweile winterharte Sorten. Sie wachsen schneller, wenn man sie statt in den Kübel in den Boden pflanzt. Wie diese Hanfpalme oder auch der Olivenbaum. Beide brauchen wenig Wasser und lieben die Sonne. Auf die Bodenverhältnisse kommt es natürlich drauf an. Man braucht da Vulkansteine, das ist besser für die Drainage, für die Luftführung. Die Vulkansteine speichern die Wärme und geben sie dann kontinuierlich in der nächsten kalten Nacht ab. Für Terrasse und Balkon sind Zitrusfrüchte ideal, duftende Mandarinen oder Zitronen. Sie brauchen Sonne und wenig Wasser, sind allerdings nicht winterhart. Fazit: Die Gartenpflanzen leiden unter der Trockenheit und der Hitze. Alternativen sind mediterrane Pflanzen. Dabei auf sonnige Plätze und gut durchlässiges Erdreich achten. So hat man im Sommer weniger Pflegeaufwand, spart viel Wasser. Und das südliche Urlaubsflair gibt's gratis dazu.